Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute Lubrix Pro, die Wartburg. Lubrix Pro, das sind in der Qualität hier ein bisschen bessere Steine. Die sind meistens von Xingbao, wenn ich richtig informiert bin. Da drin erwarte ich Baugruppen. Ich erwarte eine Bauanleitung. Wir haben 3167 Teile. Wir haben die Bestellnummer 104473. So ist richtig. Die kostet da das gute Stück 139,95 plus Porto und Verpackung. Ja, also diese Serie, die Wartburg, das passt zum Schloss Neuschwanstein, zur Burg Eltz und auch zum St. Michael irgendwas, das Ding. Die sehen gut aus. Die sehen verdammt gut aus. Aber man kann das hier schon erahnen. Es werden sehr wilde Bautechniken werden. Denn wieder über die Kurven rüber. Ich glaube, ich brauche einen Liter Baldrian, damit ich mich nicht aufrege. Die Seiten sind alle unspektakulär. Da bin ich gespannt, ob das ein Print ist oder ein Aufkleber ist. Hier kann man das schön sehen, diesen Kurvenverlauf da, das da reinsetzen. Ah, oh, da graut mir jetzt schon vor. 41,6 cm in der Breite, in der Tiefe 16,8. Schade, dass sie nicht angegeben haben, wie hoch das ist. Wenn ich mal irgendwann dran denke, werde ich das ausmessen, wenn ich fertig bin. Die Höhe ist ja ein bisschen ausschlaggebend, in welches Regal das reinpasst. Ja, wie gehabt. Ich packe das zwar alles aus. Immer wenn es was Besonderes gibt, melde ich mich. Ansonsten nach den Baugruppen oder wenn ich kurz vor einem Wahnsinnsanfall bin. Ja, und dann ganz am Ende mein Fazit dazu. Ich sage jetzt schon, das sieht gut aus. Ich persönlich bin tatsächlich letztes Jahr da gewesen. Wer mal in der Nähe ist, fahrt mal ruhig hin zur Wartburg. Wenn ihr unten steht, das ist schon ein bisschen steil da oben hoch. Gibt einen Shuttle-Service. Sehr überlaufen natürlich das ganze Ding. Trotzdem sehenswert. Also in dem Karton, wie immer, ein Karton, ein kleiner Berg Plastiktüten, da geht es weiter mit dem Berg Plastiktüten, drei Platten, ohne nachzuzählen sind das 16x16 Noppen, ich hoffe, ansonsten zählt das selber nach, in der Tat sechs Baugruppen und so wie immer alles das, was man gerade gebaut hat, das ist, hier kann man das besser sehen, das ist ein bisschen erblasset. So, Baugruppe 1, ab in die Schalen und dann geht das los. Lubrix und Farben. Der 2x8 hat meiner Meinung nach laut Bauanleitung exakt dieselbe Farbe wie der 1x4, der 1x3 und der 2x3. Da. Kann aber nicht sein. So, ich habe von diesen 2x8 drei Stück noch. Im Verlauf des anderen Bauschritts brauche ich zwei davon. Das heißt, einer ist über. In der Farbe habe ich gar kein 2x8. Das muss also dieser 2x8 sein. Ja. So. Entweder haben die mir was Falsches in die Packung reingepackt oder da ist die Farbe mal wieder Grütze. Gut, das wird nicht entscheidend sein, ob das Ding jetzt in dieser Farbe oder in diesem Nougat ist. Ich hau da den 2x8 rein, wird schon schief gehen. Okay, fest versprochen, ich meckere nicht mehr rum, dass die beiden Farben in der Bauanleitung komplett zum Verwechseln ähnlich sind. Schade, gerade hatte ich die Yacht gebaut, da war das schön beschriftet, wenn was zum Verwechseln ähnlich war. Hier leider nicht. Naja, wir quälen uns dadurch. Baugruppe 1 ist beendet. Das ist das, was über ist. Naja, gut, das ist hier das Ding hier, um diese Bügelperlen drauf zu machen. Und der Teiletrenner, schön, dass seine ersten Baugruppe drin war. Ich werde es doch nochmal erzählen, was ich eigentlich nicht wollte. Diese beiden Farben sehen in der Bauanleitung für mich, ich sage jetzt explizit mal für mich, extrem identisch aus. Ich habe mit Sicherheit an ein, zwei Stellen diese Farben verwechselt. Da ich anscheinend mit diesen beiden Farben nur farbenblind bin, wird nur ich derjenige sein, der das merkt. Ja, also das ist ein bisschen blöde, diese beiden Farben, die hätte man irgendwie ein bisschen in der Bauanleitung besser kennzeichnen können, dürfen, müssen, sollen. Das ist das Ding. Das ist die Größe, die ist also durchaus handelbar auf meinem kleinen Basteltisch. Diese
nennen wir sie mal Autokupplung oder wie wollen wir die Dinger nennen? Anhängerkupplungsdinger, Gedönsdinger, Verbindungsteile, wie auch immer. Bei der Burg Els haben die mich zum Wahnsinn getrieben. Hier werden die so eingebaut, dass man die auch gegendrücken kann. Man hat einen Gegendruckpunkt und das hält alles. Und hier muss man nicht 5 Tonnen von Kleber benutzen. Dieses Teil hier, das hängt da hinten irgendwie mit einer Nopphöhe quer diagonal rüber. Das ist schon ein paar Mal abgefallen. Das nervt so ein bisschen. Das war das einzige Teil, was nervt. Alles andere hält gut, klemmt gut. Wenn das so weitergeht, wird das eine Burg Wartburg für Michael. Ja, machen wir mal weiter. Baustufe 2 ist zu Ende. Ich habe eine halbe Tonne Steine gefühlt über. Nur in dieser Baustufe. Ja, so sieht das im Moment aus. Es ist viel mit Knicken, Kurven, Ecken, Kanten. Aber es wird in kleinen Etappen gebaut und dann da reingebaut. Und deswegen funktioniert das. Also, deutlicher Fortschritt, finde ich, was die Burg Els betrifft. Die ist natürlich größer. Da hat man Riesenteile gebaut und die dann versucht da irgendwie reinzuwürgen. Hier baut man das in Etappen. Das gefällt mir besser. Also es ist sehr viel Knicken, Kurven und es hält irgendwie alles. Und ja, funktioniert. Baustufe 3. So, ich bin mitten in der Baugruppe 3, aber ich wollte mal ein kleines Zwischenfazit mal eben bringen. Bitteschön, ein Print. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Man baut hier übrigens viel in sehr kleinen Modulen, die dann zusammengebaut werden. Das ist sehr gut und gefällt mir ausgesprochen gut. Für alle, die die Burg Els gebaut haben, da werden ja teilweise sehr, sehr große Module gebaut. Das passte nicht so gut. Eine Stelle, da habe ich höchstwahrscheinlich gemurkst. Ich hoffe, das gibt sich noch irgendwie. Oh, das kann man Gott sei Dank schlecht sehen. Hier sind 2 gleich lange Stangen. Und die sollten eigentlich gleich weit drinne sein. Entweder ist die zu weit drinne oder die ist richtig, dann guckt die aber zu weit raus. Die geht aber nicht weiter rein. Ich vermute, die ist einen kleinen Tick zu weit draußen. Dürfte aber nicht entscheidend sein. Aber warum kommt das Zwischenfazit? Sehr gut. Stangenlängen werden angegeben. Eigentlich ist das hier auch... Na gut, wenn man das Buch direkt vor sich hat, ist das hier sehr klar zu sehen. Dieses Ding ist nicht symmetrisch drin. Hier sieht man das ganz deutlich. Ne? Hier ist das Ding direkt ganz dran. Da ist ein Abstand. Und da bin ich eben fast drauf reingefallen. So der typisch Deutsche. Ne? Da muss ja alles schön symmetrisch immer sein. Und dann wollte ich das reinbohren. Da unten drin ist so ein rundes Teil drin. So eins. Und das scheint nur die einzige Funktion zu sein, dass man dieses Ding wirklich nicht symmetrisch baut, sondern weiter nach links hin macht. Macht ja Sinn, dass das da ist. Hat einen kleinen Moment gedauert, bis ich kapiert habe, oh, nicht symmetrisch baut, schieb's rüber und passt. Und das soll wirklich so. Der ist doch gut gemacht. Und man erkennt langsam schon, es wird die Burg Wartburg. Ich bin immer noch in der Baugruppe 3, aber ich wollte mal eben an dieser Stelle einen kleinen Vergleich machen mit der Burg Els, warum ich dabei wahnsinnig geworden bin und warum es hier gut flutscht und funktioniert. Bei der Burg Els wurde erst viel draußen rumgebaut und dann hat man versucht, die großen Module irgendwie ranzufrickeln. Da kommt man nirgends ran, Käse. Hier geht man einen anderen Weg. Man fängt in der Mitte an, was zu bauen. Eher auch in kleinen Modulen und kleinen Schritten. Und dann kommt erst am Rand das ran und man baut sich ran. Das macht ja auch viel mehr Sinn. So komme ich hier überall ran, habe Punkte, wo ich gegendrücken kann. Ja, gute Idee, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dieser Bausatz, der ist sehr, sehr durchdacht. Ich hatte wirklich Respekt davor, wo ich ihn mir geholt habe. Man soll ja nicht loben, bevor man fertig ist, aber trotzdem. Weil er so extrem viele verschiedene Winkel und so hat, habe ich gedacht, oh, das wird eine Katastrophe. Nein, das Ding ist bis jetzt echt genial. Und ich bin bei Baugruppe 3, Bauschritt 80. Also wirklich super bis jetzt. Baugruppe 3 fertig. Reichlich Teile wieder über. Das Ding, das weiß ich auch nicht. Das hängt hier auf einem Bau. Da wird Zeit, dass da was rüberkommt. Jo,
Aber ansonsten, man sieht doch langsam, was es wird. Man fängt hier langsam an, das Hoch zu begrünen. Diese ganze Konstruktion hängt hier im Grunde genommen erstmal nur auf ein paar Noppen. Das Ganze im Grunde genommen nur an einer komischen Noppe, aber es hält und es funktioniert. Ich brauche einen größeren Schreibtisch. Ja, ist doch schön. Man muss nicht immer 5 Tonnen Sticker haben, damit ein Modell schön wird. Es reicht auch mal ein Print. Man kann deutlich erkennen, was werden soll. So, und jetzt wird hier drauf. Höchstwahrscheinlich erstmal was raufgebaut. Bauschritt 469. Das hier ist kein kompletter Klotz, sondern man baut immer so mehr so kleine Teilmodule. Vorführeffekt. Und jetzt will er nicht rein, oder was? Und steckt das denn zusammen? Das ist eine sehr gute Idee. Weil das ist viel kleines Gefussel. Und dadurch gibt das Ungenauigkeiten und leichte Abweichungen. Aber da das kleine Einzelmodule sind, kann man das schön vernünftig reindrücken immer. Und es gleicht sich aus. Warum ist das dieses kleine Gefussel? Damit das alles aussieht wie Mauerwerk. Und das ist gut. Gefällt mir ausgesprochen gut und auch die Bautechnik. Die ist ein bisschen wild. Hoch, überweg und dann wieder mit Bühlenperlen und dann um die Ecke und von hinten durch die Nase oder was. Keine Ahnung. Aber es funktioniert. Und dadurch, dass das alles kleine Teilmodule sind, kriegt man das auch vernünftig zusammen. Bis jetzt sehr, sehr durchdacht. Also mir gefällt das ausgesprochen gut. Also das, ich glaube, das wird eines meiner Lieblingsmodelle. Gut, Schloss Neuschwanstein ist mit Abstand das Schönste, finde ich. Burg Els gefiel mir sehr gut. Nur die Bautechnik und der Weg bis dahin, eine Katastrophe. Das Ding sieht gut aus und lässt sich gut bauen bis jetzt. Das ist in der Baustufe 4 fertig. Fertig. Über. Wir haben gebaut das Hauptgebäude. Ein bisschen was vom Brunnen. Und eine Mauer. Baugruppe 5 fertig, wieder jede Menge Fusselkram über. Den muss ich da gleich irgendwie wieder reindrücken. Das ist das einzige Teil, was mir ein bisschen Probleme macht. Wir haben hier ein Dach gebaut. Rund und zu ein bisschen was gebaut. Viel Graskrams rangebaut hier. Das Ding. Schick, schick. Bisschen alles nochmal wieder nachdrücken und da hinten muss ich den einen Stein irgendwie noch wieder reinkriegen. Aber ansonsten läuft. So, das ist in der 6. Baustufe übrig geblieben. Und das ist das, was allgemein übrig geblieben ist. Ein größeres Teil. Und naja, der Teil der Trennung, das blaue Ding zum Zusammenfrickeln. Das ist sie, die Wartburg. Ich finde, die sieht sehr gut aus. Die ist auch sehr, sehr gut getroffen. Ja, wir drehen sie mal. So mit dem Innenhof, der Brunnen, das Türmchen. Sehr schön. Das war, glaube ich, die Schenke, wo man was zu essen kriegen kann, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Total toll getroffen. Gefällt mir. Sehr, sehr gut getroffen. Schönes Modell. Man kommt praktisch hier so einen extrem steilen Weg hoch. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, da war einer, der Bratwurst verkauft. Ausgesprochen lecker. Über die Brücke und von hier geht man praktisch rein. Hier hinten holt man die Karte, um das ganze Ding da zu besichtigen. Da waren die Toiletten. Also ein schönes Modell. Die Höhe habe ich mit meinem Gliedermaßstab mal eben ausgemessen. Höchster Punkt 18 cm. Damit passt das sehr, sehr gut in die Regale, die ich habe. Ja. Doch.
klasse. Also wirklich von vorne bis hinten, Bauspaß pur. Nichts, was irgendwie klemmte, hakte oder sich nicht bauen ließ oder so. Die Idee, das nicht als großen Klotz zu bauen und dann da irgendwie reinzufrickeln, sondern in einzelne Modulen. Erst die Mitte und von außen ranbauen. Sehr, sehr überlegt. Das hat Spaß gemacht.